Das Diner befindet sich direkt am Wasser. Lassen wir den Sheriff und unsere Zeugen nicht warten. Ich rieche Kaffee. Oh ja, Kaffee ist auch los. Breakfast Washington. Das Diner müsste ja, genau, Odie Diner, die linke Hand sein. Aber wir gucken uns natürlich erst einmal hier um. Und was ich kleines bisschen sehr... Einschalten. Ihr hört die Pat Mains Radiostunde, präsentiert von Davis Family Moose Jerky. Was für ein ereignisreicher Tag hier in Bright Falls. Inzwischen wissen wir alle, dass das FBI in der Stadt ist und ihr habt bestimmt die gleichen Fragen wie ich. Haben Sie den ganzen Regen mitgebracht? Ja, wir waren das. Wir haben nicht aufgegessen. Das Hirschfest steht kurz vor der Tür und wir hoffen alle auf Sonnenschein. Deshalb habe ich unsere beste Meteorologin nach dem Wetter gefragt. Sie hat mir nicht geantwortet, aber ich spreche jetzt mit ihrem Onkel Tapio Swatery. Tapio, sind Sie da? Ja? Wunderbar, Tapio. Wie lautet die Wettervorhersage? Ich sehe mir kurz was an. Bin gleich wieder zurück. Okay. Sieht auf jeden Fall danach aus. Und der Wetterbericht für nächste Woche? Regen. Erneut Regen. Geht es vielleicht etwas genauer? Hier zum Regen. Hirschfest vielleicht ein paar Sonnenstrahlen? Nein. Naja, das Hirschfest steht bevor. Egal ob Regen oder Sonnenschein, das Line-Up sieht toll aus. Ja, diese Parade gefällt mir, weil es einen Schwanenfestwagen gibt. Mit langem Hals und so weiter. Ein riesiger Schwan. Ah, Sie mögen also Schwäne? Nein. Okay, damit sind wir am Ende. Nach diesem Song von National Nightmare sind wir gleich wieder zurück. Mögen Sie Schwäne? Nein! So geil. Ah, das ist genau mein Humor. Aber auch ein sehr schöner Song. Hey, mit ihm? Ne, wir schauen uns hier genau um. Und was ich sagen wollte, ich finde es extrem schade, dass jetzt die Zwischensequenz ja so gewesen ist, wie sie gewesen ist mit dem Aussetzer. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es an meinem PC oder an dem Aufnahmeprogramm liegt, weil das ist ja wie eine Filmsequenz. Die, denke ich mal, darf eigentlich nicht hängen. Ich schaue einfach mal, ob wir ähnlich wie bei Alan Wake 1, da konnte man sich ja die einzelnen Sequenzen, Film, Zwischensequenzen ja nochmal separat anschauen, wenn das möglich ist. Wir haben es ja jetzt schon freigeschaltet, weil wir haben es ja gesehen. Dann nehme ich einfach diese Zwischensequenz rein, weil ich das schon ein bisschen sehr schade finde. Und ich merke, mein PC ist doch nicht mehr so gut, wie ich das gedacht habe, wo man sagen muss. Das sieht man an den Texturen, die habe ich ein kleines bisschen runtergestellt. Oder auch jetzt nicht. Ja, mein PC ist ja von 2021 und das Spiel ist von Oktober 2023. Also wir spielen es fast, seitdem es ein Jahr draußen ist. Ich muss das zerschneiden. Ja, also da merkt man schon, dass mein PC ja doch schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Oh Gott, nee, bei Kreissäge kriege ich posttraumatische Belastungsstörung dank Alan Wake 1. Was war's? Omega-Fett-3-Säuren sind gut fürs Herz. Und irgendwas verursacht Krebs. Ich glaube, Nachtschicht war das, ne? Nachtschicht verursacht Krebs. Lassen Sie mich rein. Ruhestörung. Ja, ne? Also mein PC kann auch kein Raytracing. Ich weiß jetzt nicht, wie es wäre, wenn ich offline spielen würde. Aber es war auch bei Hogwarts Legacy der Fall, dass ich da leider kein Ray... Also ich brauche es auch jetzt persönlich nicht. Also ich finde, klar, man... Das... Nein! Ah. Man sieht halt schon einen Unterschied, dass es halt schon realistischer aussieht. Fear the Dark, Fear the Woods. Fürchte dich vom Dunkel und den Wäldern. Ja, die Wälder. Ja. Hm.
Jack von der Edgewood Place, okay. Ja, bei Hogwarts Legacy konnte ich ja auch kein Raytracing anmachen, weil es dann extrem gelaggt hat. Hier ist es ja genau der gleiche Fall gewesen. Das musste ich ja auch ausstellen. Wie gesagt, ich persönlich brauche das jetzt nicht. Aber es wird wahrscheinlich Zeit, dass ich mir nächstes Jahr Hallo, wie läuft's? Einen neuen PC holen werde, damit ich halt auch solche Spiele vollkommen auskosten kann. Ja, das ist schon ein bisschen traurig, aber leider die traurige Wahrheit. Nee, die schmerzhafte Wahrheit. Traurig ist sie ja schon. Happy Harvest, Bright Falls, 81. Hirschfest. Jaywalking Cosplay. Was ist ein Jaywalking? For Sale, Missing. Ist es Coffee Bean? Kann es Coffee Bean sein, der vermisst wurde? Die historische Edgewood Palace Lodge von Bright Falls. Dieses Gebäude wurde einst als Teil einer der frühen Siedlungen im Großraum Bright Falls errichtet. Das 1898 errichtete Gebäude wurde im Laufe der Jahre sowohl privat als auch öffentlich genutzt und hat die Zeit überdauert. Im Jahre 2015 wurde es sorgfältig abgebaut und hier in der Innenstadt von Bright Falls Stamm für Stamm wieder aufgebaut, wo es nun wieder im ursprünglichen Glanz erstrahlt. Die Edgewood Palace Lodge wurde 2016 in Bright Falls wiedereröffnet und steht den Gästen seither verlässlich zu Diensten. Darf ich bitte hier rein? Ich schnüffle sehr gerne rum. So müde. Okay, ich leuchte ihn mal in die Augen direkt. Ein paar Tage. Richtig schief rein in den Augapfel. Reinschein. Wie es mir geht. Eigentlich noch ganz gut, abgesehen davon, dass ich einen sehr grausamen, mysteriösen Mordfall aufklären muss. Mit einem aufgeblähten, nackten Mann, aber sonst geht's mir echt gut. Bloß noch ein paar Tage. Das ist aber so, es ist so cool, dass man sich hier umschauen kann. Das finde ich so toll. Bewegt sich nicht. Ein Glück. Ja, so groß soll es denn auch bitte nicht sein. Hat ihr mich gefragt, wie es mir geht? Pizza. Der Rand sieht ja auch mega lecker aus. Bloß noch ein paar Tage. Guck mal hier, ne? Den Müll kann man ja wenigstens schon mal... anscheinend hier Strom sparen. Das ist ja mega cool. Na gut, wir müssen ja jetzt hier auch einige Ermittlungen durchführen. Ne? Oh, das ist ja eine coole Badewanne. Ja, an die würde ich mich auch reinlegen. Was haben wir hier? FBI. Ist es unser Zimmer? Ach, deswegen kommen wir wahrscheinlich auch rein, oder? Ich würde nie im Erdgeschoss wohnen. Oder ein Hotelzimmer buchen. Das wäre... Ich hätte solche Paranoia... Oh. Huch, was habe ich denn jetzt? Ich hätte solche Paranoia, dass da jemand reinguckt und mich dann irgendwie umbringen will. Wie gesagt, ich habe zu viele Dokumentationen, zu viele Horrorspiele, Horrorfilme... Hallo? Gesehen. Ich bin da einfach paranoid wie Sau. Und Billard wäre jetzt auch was. Ja, warum schließen die denn hier nichts ab? Was ist denn das hier für ein Hotel? Kann jeder rein und irgendwelche Sachen klauen? Antwort: Cauldron Lake. Überprüfung von Neuigkeiten, Gerüchten mit Fokus auf 2010. Querverweis mit alten Fallakten des New York? Cooles, Ähnlichkeiten, Gemeinsamkeiten in der Methodik, Teil einer Serie herausfinden, wie der kürzliche Kaffee im Diner heißt. Ach so, wahrscheinlich vom Alex, oder? Ach, Stunde, das ist. Ja, das ist Alex Casey. Ja.
wirklich, aber der kann doch nachts gar nicht schlafen bei dem ganzen Kaffeekonsum. Ich bin ja auch so jemand, ich weiß, wenn ich 18 Uhr noch einen Schluck Kaffee trinke, dann bin ich bis 2 bzw. 3 Uhr nachts auf. So, okay, wir kommen doch nicht überall rein. Macht das Hotel doch seine Arbeit. Do not disturb. Ja, trotzdem mal so ein Fest Klingel verschlossen. Oder Klopfstreich machen. Wir klopfen einfach und rennen dann nach vorne und verstecken uns dann einfach. Weil wir sind ja eine professionelle FBI-Agentin. Ach so, Wasser. Es gibt doch gar keine Musik zum Tanzen. Obwohl, die Musik reicht ja auch. Reicht ja auch im Kopf, ne? Das ist auch ein sehr beruhigendes Geräusch. Kann ich auch mit so einem Geräusch einschlafen? Guten Tag. Guten Tag. Bin gleich wieder zurück. Okay. Reichen wie Sie, wieder. Mr. Hirsch. Ich würde die nie Sie anfassen. Erinnern mich an einen Traum. Ich würde den nie anfassen. Nie im Leben würde mir der Gedanke kommen, so ein Tier zu streicheln. Da streiche ich lieber die lebendige Version, wenn sich die denn streicheln lässt. Haben wir das hier gemietet? Ach, das ist mein Gedankenraum, oder? Ja! Oh! Das ist mein Gedankenraum. Das ist ja krass. Man kann da jeder reinspazieren. Right for Skirtle Lake. Das ist ja krass. Ah. Hammer. Also. Ich glaube, die Mikrowelle war in ihrem früheren Leben eine Waschmaschine. Nach dem Motto: nur noch eine Minute. Und dann steht man da und wartet und wartet und wartet und wartet und wartet und wartet und wartet. Und dann nach 10-mal eine Minute warten, dann hat es funktioniert. Polizeiwache. Ah, oh, da können wir auch rein. Genau, wir müssen hier rein. Beim Audio Diner, aber wie gesagt, wir gucken uns hier erstmal um. Irgendwelche interessanten Gäste oder spannende Entdeckungen? Nichts. Aber irgendwer hat eine ekelhafte Überraschung unter dem Bett zurückgelassen. Die sind völlig durchgedreht. Deshalb also das ganze Geschrei? Das was haben die denn zurückgelassen? Das Bärchen denn seit Flitterwochen? Okay. Ich glaube, ich habe was gesehen. Wo? Was? Dauert nur einen Moment. Ich warte hier. Ach so. Bürgermeister Setter nimmt ihre Probleme ernst. Mhm. Schön. Freut mich. Finden wir hier vielleicht auch einen Bolzenschneider? Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ich einen Bolzenschneider finden würde. Eine Alibi-Arbeit. Ich glaube, hier hoch komme ich nicht, ne? Oder? Könnte ich mal probieren, aber ich glaube, dann sagt sie so, hier komme ich leider nicht weiter. Oder so. Genau. Ich muss wieder zurückfinden. Zurückfinden, weil wir uns ja hier verlaufen können. Naja. Was? Ich will aber in die Polizeiwache hinein. Ich möchte mich hier umschauen. Das ist ja unfair. Also entweder haben die ihn richtig tiefer gelegt. Oder hier die Federung ist kaputt. Telefon! Damit hier, ask about our smart business loans. Okay, lost your credit card, we can help.
The bank is closed for dear fest, ja, ne? Und da klingelt das Telefon. Wahrscheinlich ein Großauftrag, aber nein, das Hirschfest, das Hirschfest, ein das geht. Ein Tag, um draußen zu arbeiten. Mm. Ich beneide die Leute nicht, die im Büro sitzen. Hier gibt es immer Action. Action, ja. Ja, wenn wahrscheinlich ein Blatt vor Baum fällt. Wer sonst soll die Stadt sauber halten, wenn nicht ich? Ja, dann pick mal hier den ganzen Spaß zusammen. Kann sie das Leben auch schön reden. Nimm mich hier. Guck mal, die haben auch dieses merkwürdige Zeichen. Oder ist das so ein Hirschfestzeichen? Das ist ein Hirschfestzeichen. Kann ich Ihnen helfen, Madame? Schön, Sie zu sehen. Hm, oh, dir deiner. Warte mal, wir gehen. Ach, da ist er, Alex Casey. FBI. Willkommen in Bright Falls. Schön, dass ihr hier seid. Ich habe Kaffee mitgebracht. Den besten in Washington. Mhm. Damit hat Alex Casey schon mal auf seiner Freundesliste. Oder wir können noch in die Polizeistation. Da oben war die Kirche. Auch ganz tolle Erinnerung an Alan Wake 1. Ich meine, das Dunkle haben wir ja an sich besiegt. Ne? Das ist jetzt die Frage. Wie wird jetzt unser Endboss oder der Feind aussehen? Der Verlauf der Zeit täuscht. Die Tage unseres Lebens sind vergänglich. Und sie enden. Letzten Endes enden sie. Unisono, ihr könnt im Chor auftreten. Noch eine Alex Casey Lunchbox? Vor allem hier. Du glaubst gar nicht, wie schwierig es war, diese Lunchbox aufzutreiben. Gut, dass es das Internet gibt. Das stimmt. Schon wieder eine. Zwitscher, zwitscher, meine Lieben. Gibt es irgendwelche guten Neuigkeiten? Ich bin ganz Ohr. Ohren, Augen, Gliedmaßen und Organe. Daraus bestehe ich. Und warum hast du das getan? Mit dem Getrampel hast du die armen kleinen Tierchen verscheucht. Flüchte in den Augäpfel rein. Bis sie verbrennen. Hier kommen sie halt auch nicht weiter. Hier kamen wir, glaube ich, damals raus. Die Frage, was ist eigentlich mit Barry passiert? Haben Sie sich verlaufen, Anderson? Nein. Sie müssen Sheriff Breaker sein. Ach so. Ist gar nicht Lisbon gewesen. Schön, Sie kennenzulernen. Ich könnte einen Kaffee vertragen. Ich würde auch noch einen nehmen. Ich bin Agent Saga Anderson. Das ist Agent Alex Casey. Tim Breaker. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass Sie hier sind. Wir könnten wirklich Hilfe brauchen. Mir wurde gesagt, es gäbe Zeugen. Ihre Deputies meinten, sie hätten hier ein paar Zeugen. Sie ließen sie wie Verdächtige aussehen. Mulligan und Thornton reden immer noch davon? Nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bookers jemanden ermorden würden. Aber überzeugen Sie sich selbst. Sie beruhigen sich gerade drin bei Kaffee und Kuchen. Mal sehen, was Sie zu sagen haben. Casey, du vergleichst die Notizen mit dem Sheriff. Lassen Sie sich Zeit. Wir haben die Fallakten durchgesehen, die Sie geschickt haben, Sheriff. Werden außer den bekannten Opfern noch mehr Leute vermisst? Ja, aber seitdem der Cauldron Lake eingezäunt wurde, wurden es weniger. Lassen Sie mich raten. 2010 gab es am meisten Vermisstenmeldungen. Dann wurde der Zaun gebaut. Ja, genau so war es. Gehen Sie vor, Anderson. Wir werden da sein. Ohne deiner Bright Falls. Ich kann das einfach nicht glauben. Mir ist immer noch flau im Magen. Iss ein Stück Kuchen, Ed. Das wird dich auf andere Gedanken bringen. Hey, wie geht es Ihnen?
kann man die Lemon... irgendwas mit Lemon. Lemon, Coconut Lemon oder so. Oh. Nein, nicht out of order. Nein, ich wollte... Deshalb hast du die Krankenstätte. Beruhig dich, Ed. Du weißt, wie empfindlich man beruhigt. Coconut. Coconut, stimmt, Coconut oder Lemon Coconut. Die Jukebox ist kaputt, das arme Ding hält es nicht aus, dass immer und immer wieder dasselbe Song gespielt wird. Ich meine, mir gefällt Coconut auch sehr gut, aber irgendwann reicht's. Nein, Coconut. Don't touch. Wieso bist du so ruhig? Leichen gehören zum Job. Halte dich nicht zu sehr damit auf. Gottes Willen, hier hat damals alles begonnen. Komm, ich streichle den auch nochmal. Ruhe in Frieden. Die FBI ist schon... Warte mal. Ich hab's jetzt schlimmer gemacht, indem ich auf hochgestellt habe, oder? Warte mal. Jetzt ist es wieder besser. Okay. Wahrscheinlich haben sich... Na gut, jetzt hier ist es nicht wirklich unbedingt besser, aber geht's jetzt noch besser? Ich habe eigentlich auf hoch gestellt, aber irgendwie... Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Das geht mit bloßen Händen nicht auf. Hast mir einen Schlüssel versucht. Out of order. Was ist denn das für ein Städtchen, wenn da alles out of order ist? Kann ja niemand hier mehr richtig leben. Geht nicht auf. Vor allen Dingen, warum ist denn... Ach, Männer und Frauen. Nee. Dann weiß nicht, dann piesel ich mir lieber in die Hose. Einmal war ich auf einer Unisex-Toilette, weil es wirklich nicht mehr auszuhalten ging. Und die Männer, die dort rausgekommen sind, wo ich mir dachte, das will ich eigentlich nicht sehen, weil ich weiß ja nicht, wer vor mir auf der Toilette gewesen ist. Aber wenn du dann siehst, wer da rauskommt, denkst du nur so, ey, so schlimm ist es eigentlich nicht. Ich kann es noch 3 Stunden aushalten. Können wir hier rein? Nein, natürlich nicht. Das sind die Bookers. Okay. Dann spreche ich schon wieder FBI. Doch, jetzt ist FBI wieder scharf. Nee, ist wieder nicht scharf. Was ist denn das? Ich glaube, jetzt ist es mehr oder weniger wieder normal. Das FBI ist zwar immer noch ein kleines bisschen extrem unscharf, warum auch immer. Aber dafür passt das andere wieder. Ja, das ist ein kleines bisschen ärgerlich. Sind Sie die Bookers? Entschuldigen Sie. Ich bin Agentin Saga Anderson. Sind Sie die Bookers? Ja, sind wir. Ich bin Tammy und das ist Ed. Hallo, Officer. Nennen Sie mich Saga, Ed. Also, werden wir nun für etwas angeklagt? Wenn nicht, würden wir uns gerne ins Hotel zurückziehen und verarbeiten, was wir gesehen haben. Ein Bad nehmen, in ein Kissen schreien. Sie wissen schon. Wir klagen Sie nicht an. Ich habe nur ein paar Fragen. Immer mit der Ruhe, okay? Warum waren Sie im Cauldron Lake? Was haben Sie letzte Nacht am Cauldron Lake gemacht? Ich bin Schriftstellerin. True Crime. Wir kommen aus New York, weil wir mehr über den vermissten Schriftsteller Alan Wake herausfinden möchten. Ich habe mich unten am See umgesehen. Alles ganz legal. Erzählen Sie mir, was passiert ist. Was haben Sie im Wald gesehen? Dieser nackte Typ stieg aus dem See heraus,
Er war total verrückt und hat uns angeschrien. Hat sich bestimmt etwas eingeworfen. Es sei denn, Nacktbaden ist hier gang und gäbe. Dann hörten wir Schüsse und liefen diesen Psychopathen mit Hirschmasken über den Weg. Sie haben den nackten Typen mit Messern bearbeitet. Wie ein satanischer Kult. Wir sind abgehauen und haben die Polizei gerufen. Warum glaubst du, dass es ein Kult war? Wieso glauben Sie, es war ein Kult? Wegen der Masken und den Messern? Ich meine, sie haben... Der Kult des Baumes. Der Kult des Baumes. Der Kult des Baumes gerufen. Oh, und wir haben etwas... Ed! Die ganze Sache war furchterregend. Das ist alles. Also FBI wird immer schlimmer. Was ist denn das? Jetzt geht's wieder. Also keine Ahnung. Na, ansonsten sehen die Texturen ja gut aus, aber was mit FBI? Das spielt irgendein Problem mit FBI. Die Bukas, der Kult des Baumes. Der Kult des Baumes. Was verheimlichen mir die Bukas? Ich habe ihre Halskette. Das Symbol sind zwei Dreiecke. Der Kult will seinen Fichtenbaum zurück, Tammy. Wer es findet, darf es behalten, Ed. Das wird meinem Publisher gefallen. Tammy hat etwas gefunden. Eine Halskette, die einem der Kultisten gehört. Die Bukas waren am Cauldron Lake. Warum? Der Zaun sollte das hier verbergen. Der Autor soll in den See gefallen sein. Privatparty. Zutritt verboten. Mein Buch hat Fragen. Her mit dem Bolzenschneider. Sie sind wegen Tammys Buch eingebrochen. Nicht wegen des Mordes. Bolzenschneider. Sie haben die Wahrheit erzählt. Hab ich da etwa Bolzenschneider gehört? Ich glaube, du hast etwas gefunden. Sie haben dort also was gefunden, richtig? Eine mögliche Halskette der Kultisten? Okay, wow. Wie sind Sie darauf gekommen? Das ist ein Beweisstück. Sie müssen es übergeben. Okay. Hab dir gesagt, du sollst es nicht behalten. Danke, das könnte nützlich sein. Eine Bitte. Bleiben Sie erstmal in der Stadt, falls wir noch Fragen haben. Aha. Als würden wir das Hirschfest jemals verpassen. Oh, Saga? Saga Anderson. Ich kann es nicht glauben. Ich dachte, nach dem, was Ihrer Kleinen zugestoßen ist, würden wir Sie hier nie wiedersehen. Wie geht's Ihnen? Verzeihung. Wer sind Sie? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Ich bin es, Dummerchen. Rose. Sie kennen mich. Wirklich nicht. Was soll meiner Kleinen denn zugestoßen sein? Sie ertrank. Ihre Tochter. Merkwürdig, dass Sie sich nicht daran erinnern. Woher wissen Sie von meiner Tochter? Oh, ich weiß wieso. Sie verdrängen ihre traumatischen Erinnerungen. Sieht man im Fernsehen. Ununterbrochen. Nein. Sie verwechseln mich mit jemandem. Wenn Sie meinen. Oder? Schön, Sie zu sehen. Halskette des Kults. Dann haben wir hier Profiling. Nightingale, die Bookers. Verlassen. Das FBI wieder kriselig. Ich kriege wirklich die Krise in diesem Spiel. Waffenverbesserung, Karte. Verlassen, Herrenhaus. Hallo! Warum ist denn das jetzt so? Verzeihung? Computer? Spiel? Wirklich ein Problem mit diesen Texturen. Ja, das ist aber wahrscheinlich einfach ähnlich wie bei The Last of Us. Da hatten wir dann auch
wirklich Texturenprobleme. Da musste ich einmal neu starten und dann hat es funktioniert. Jemand hat das einfach offen im Park liegen gelassen. Das ist halt nur gerade abgrundtief nervig. Das Problem ist, ich kann nicht neu starten, weil das Spiel speichert ja. Ich kann halt nur gucken, laden, vor 2 Minuten gespeichert. Ich muss das unbedingt auf der Falltafel lösen. Danke. Das könnte... So, Halskette. Bereit? Nightingale wurde in die Leichenhalle gebracht, wenn Sie ihn sich ansehen möchten. Gehen wir. Gehen wir. Casey, ich habe eine Spur. Wir haben es wohl mit einem Kult zu tun. Dem Kult des Baumes. Ein mörderischer Kult. Scheiße. Sagt Ihnen dieser Kult des Baumes etwas, Sheriff? Ja, die urbane Legende. Wenn man nachts im Wald unterwegs ist, holen sie dich. Oder so. Nicht, dass wir herausfinden, dass Sie der große Hexenmeister sind, oder? Hab früher manchmal D&D gespielt. Der Zauberer war meine Lieblingsklasse. Guten Morgen, Sheriff. Sieht Dank, so aus, als hätten Sie Besuch. Dungeons und Dragons. Guten Morgen, Ted. Ja, wichtige Gäste. Das Hirschfest ist immer beliebt, oder? Das stimmt. Je mehr, desto besser. Schönen Tag noch, Sheriff. Hey, was wissen Sie über die Kellnerin im Diner? Oh, Rose? Sie ist ein bisschen verrückt. War sie schon immer. Warum? Was hat sie angestellt? Sie meinte, meine Tochter wäre ertrunken. Sie wusste sogar, wie ich heiße. Sehr merkwürdig. Rose hätte ein Talent dafür, die seltsamsten Dinge zu sagen. Sollte man nicht persönlich nehmen. Okay. Dann nehmen wir es nicht persönlich. Geh in den Untersuchungsraum der Leichenhalle. Hey, Boss. Die Leiche ist unten. Alles bereit. Ja, in der Leichenhalle. Ist alles vorbereitet. Ich möchte mir die Sache so schnell wie möglich genauer ansehen. Gehen Sie voraus, Sheriff. Das ist das Sheriffbüro von Bright Falls. Wenn Sie was brauchen, geben Sie einfach Bescheid. Wir wissen die Hilfe zu schätzen, Sheriff. Ich bin sofort bei Ihnen, Sir. Jap. Bin nur hier, um mein Bußgeld zu bezahlen. Wann immer Sie bereit sind, mir mein Geld abzunehmen. Oh, wer zuletzt Kaffee trinken macht. 9 Polizeiwache Edmund, Polizeiwache Team. Das ist das dritte Mal dieser Woche. Sir, einen Moment Geduld bitte. Das ist das dritte Mal in dieser Woche, dass ich so Nachtschicht komme und kein Kaffee in der Maschine ist. Wenn ihr die letzte Tasse nehmt, dann 9 Kaffee aufsetzen. Nicht eure persönliche Assistent. Shit. Ich sage es dir nur ungern, aber du brauchst ein Gesicht, auf dem ein Bart wachsen kann, um Bart wirksam einsetzen zu können. Ich wusste, dass Markus Bart zu weich war, um naturbelassen zu sein. Welche Marke benutzt er, Lucy? Da meine zahlreichen freundlichen Hinweise, keine persönlichen Pakete an die Station liefern zu lassen, ignoriert wurden, werde ich von nun an, wenn Sie es für richtig halten, etwas an die Station zuschicken, der Station mitteilen, was Sie erhalten haben. Ist es eine Gesetzeswidrigkeit, die Post eines anderen zu öffnen? Ja, ist es. Ist es ein persönliches Vergehen, dass ich meinen Schreibtisch mit Ihren nächtlichen Impulskäufen teilen muss? Ja, ist es. Sie wurden gewarnt. Admin, PS, Officer Lightfoot, Ihr Bartöl ist abholbereit. Erinnerung der Computer an der Empfangstheke und die E-Mail der Verwaltung dürfen nicht für persönliche Streitigkeiten oder andere inoffizielle Angelegenheiten genutzt werden. Und denken Sie daran, Ihre Kaffeetassen zu waschen, Edmund. Drittes jährliches Gemeinschaftsgrillen. Hallo Leute, das jährliche Event, auf das ihr alle schon sehnsüchtig gewartet habt, steht wieder an. Das Gemeindegrillfest. Ich will jetzt kein Gemecker hören. Dies ist eine wertvolle Gelegenheit, mit der Gemeinde in Verbindung zu treten. Statistiken zeigen, dass Polizeibeamte, die gut in die Gemeinden, in denen sie Dienst tun, eingebunden sind, in ihren Revieren weniger Gewaltdelikte erleben, bei der Polizeiarbeit effektiver sind und sich insgesamt psychisch besser fühlen. Dies ist zu ihrem Nutzen, also nehmen Sie es bitte ernst. Das von der Gemeinde gewählte Tauchbeckenopfer wird dieses Jahr, Trommelwirbel bitte, Deputy Thornton. Herzlichen Glückwunsch, es sieht so aus, als ob alle endlich Rache für die Radarfalle auf der C12 bekommen, nicht wahr? Eine freundliche Erinnerung, dass alle, die an diesem Tag krank sind, ein schriftliches ärztliches Attest vorlegen müssen, sonst gibt es 2 Wochen Nachtschicht. Wer sich über die Zuweisung mit Antworten alle beschwert, darf als Assistent für Officer Lightfoot Zaubertrick arbeiten. Tim. Schön, cool. Karte. Oh, ich traue mich gar nicht, die Karte zu öffnen. Leichenhalle ist dort. Ich glaube, die haben wir sogar schon bei Ellenbeck 1 mal kurz gesehen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Bitte mal jemand an das Telefon gehen.
Hält ja kein Mensch aus hier. Dieses ganze Gebimmel. Was haben wir hier? Wahrscheinlich ein Archivraum. Agent? Oh, aber ans Kasten nehme ich mit. Warum krabbelt denn jetzt mein Auge? Wie Sie wissen, werden die Ermittlungen von behördlichen Agenten durchgeführt. Sheriff Breaker möchte volle Kooperation. Aye, aye, ma'am. Ich meine das ernst, Nelson. Der hat richtig Bock auf seinen Job. Guck mal, da fliegt so klar gleich ein Blatt durch den Besprechungsraum. Ach so. Oje, ich bin ein Tourist und habe mich wohl im Wald verlaufen. Hätte ich doch nur einen Reiseführer. Hier gibt es Bären. Oh nein, ein Bär. Hilfe. Braucht jemand einen Reiseführer? Oh wow, Koskela Brothers Adventure Tours. Unvergessliche Erfahrungen zu leistbarem Preis. Ganz genau. Ich bin Ilmo Koskela, laut Coffee World Magazine der beste Barista und Reiseführer. Und ich werde Ihnen die Tour Ihres Lebens geben. Aber Ilmo, ich hörte, die Regierung hätte den Zugang zu vielen lokalen Naturattraktionen gesperrt. Das stimmt, Jakob. Viele lokale Attraktionen wurden vor kurzem von der Regierung gesperrt. Und genau aus diesem Grund scheißt Koskela Brothers Adventure Tours auf die Regierung. Wir haben Bolzenschneider. Oh, oh Bolzenschneider wow. Brauche ich. Denkt einfach an alles. Und Bolzenschneider. Und wir bringen sie überall hin. Wanderungen durch den schönen Elderwood Nationalpark. Angeln im kristallklaren Wasser beim Damm von Bright Falls. Vogelbeobachtungen am Mirror Peak. Was so geil gemacht. Die Tour Ihres Lebens ist nur einen Anruf entfernt. Wenn wir anrufen, Saga. Und Paul in den Bolzenschneider. Oh, dir, die Thermos. Die Thermosflaschen. Da muss ich eigentlich einen Rabatt bekommen. Da müsste ich eigentlich einen Rabatt bekommen. Ich hab, wie viel habe ich denn gesammelt bei Allenberg 1? 89 von 110 oder irgendwas in der Richtung? Oh, wir müssen bestimmt dorthin. Okay, da gehen wir erstmal woanders hin. Man sieht sich. Tschüss. Ich habe mich gerade so erschrocken. Oh, Entschuldigung. Das muss er sich denken. Ach, Frauen. Ich weiß, dass einer von euch das Toilettenpapier klaut. Ich habe nachgezählt und jeden Tag fehlt eine ganze Rolle aus dem Lager. Diebstahl wird hier sehr ernst genommen. Das ist eine Polizeiwache, verdammt nochmal. Irgendwann werde ich dich auf frischer Tat ertappen, dann fliegst du hier raus, das verspreche ich dir. Was für eine Schande du bist. Aber guckt man nicht vorher, bevor man sich da draufsetzt, ob genügend Klopapier vorhanden ist? Ich krieg es nicht auf. Dann tritt es auf. Sie haben einen Unschuldigen eingelocht. Mhm. Ich kann sich nicht mehr hinsetzen. Sehen die Zellen wirklich so aus? Ich schwöre, ich habe nichts getan. Schwörst du? Diese verfluchten Bastarde lügen. Sie glauben mir doch, oder? Ich habe keine Ahnung, kennen sie nicht. Das haben sie ein bisschen umgebaut. Eigentlich war es ein langer Gang und hier oben hing noch ein Monitor. Das weiß ich noch. Wir teilen uns die Leichenhalle mit dem Beerdigungsinstitut, Mini-Budget. Hm. Aber sowas kennen Sie vermutlich nicht. Unser einziger Rechtsmediziner ist gerade unterwegs. Aber Sie machen das schon, oder? Ich bin qualifiziert, Untersuchungen durchzuführen. Leichenhallen muntern mich irgendwie immer auf. Wirklich? Ich sehe das anders. Okay. Ich weiß nicht, Leiche hallen. Da habe ich immer Angst, dass ich irgendwas mitnehme. Also auch einen Bolzenschneider. Also nicht, dass ich was
von dem Toten mitnehme, sondern so geistermäßig. Bin ich ein kleines bisschen, wie sagen, paranoid? Also ich muss ehrlich sagen, ich denke schon, dass irgendwas auf der anderen Seite ist. Ich weiß nicht, ob man das als Geister betiteln kann, aber ich sag mal so, ich habe schon einige merkwürdige Sachen erlebt, die man sich nicht wirklich physikalisch, sage ich mal, erklären kann. Und deswegen glaube ich schon, dass es etwas gibt. Und deswegen würde ich, oder könnte ich nie in der Leichenhalle arbeiten, weil ich immer denke, ich bringe dann den Geist mit nach Hause, weil ich halt an dem rumgeschnippelt habe. Luca denn die ganze Zeit? Das macht mich ein bisschen fertig. Ja, doch die Frage, das, was ich alles finde, heißt noch Alan Wake? Hallo. Nee, ist nicht die Lispin. Da komme ich nicht durch. Boah, das sieht so gruselig aus. Okay. Sehen wir uns den Patienten an. Untersuchung. Ich fange mit einer äußerlichen Inspektion an, bevor ich ins Innere vordringe. Ich gucke mich noch mal kurz um, ne? Das ist ganz, ich weiß nicht. Wie gesagt, ich wäre da halt schon sehr paranoid einfach. Ich weiß nicht. Von der anderen Seite verschlossen. So, Nightingale, das schauen wir nicht mal an. Okay. Was war die Todesursache? Oh. Welche anderen Hinweise kann mir die Leiche liefern? Die Leiche sieht so aus, als wäre sie nach dem Tod unter Wasser gewesen. Das ergibt keinen Sinn. Texturen laden schon wieder nicht. Sieht wie Text aus. Ein Tattoo? Ich hätte Nightingale kein Tattoo zugetraut. Darauf steht etwas geschrieben. Oh, ich kann das Herz tätowiert. Ein Schriftzug? Wie haben Sie das angestellt? Aha. Sie haben etwas in seiner Brust zurückgelassen. Papier? Abwehrverletzungen. Er wehrte sich. Mal Manuskriptseiten. Oh. Return 1, die Botschaft. Das Opfer war einer der Iren. FBI Special Agent Robert Nightingale, der hier vor 13 Jahren verschwunden war. Es war plötzlich wieder aufgetaucht, nur um genau am Tag ihrer Ankunft in einem brutalen und blutigen Ritual ermordet zu werden. Und dann war dann noch diese Seite. Die erste Seite, die sie gefunden hatten. Nicht die letzte. Der erste Schritt hinab in schreckliche Tiefen. Geheime Wahrheiten, die hinter der Schwelle zittern. Das Lesen der Worte dieser Worte fühlte sich an wie eine Botschaft. War eine Botschaft. Jemand wusste, dass sie hier waren, was sie vorhatten. Jemand, der ein Spiel mit ihnen spielte. Jemand, der sie an der Nase herumführte. Eine Einladung. Wie konnten sie diese nicht annehmen? Die schiere Kühnheit dieses unmöglichen Rätsels, das sich ihnen bot. Selbst wenn sie wussten, dass es sie verletzen würde. Erzählung abspielen. Okay, Gott. Naja, habt ihr erstmal meine schöne Stimme gehört? Den Rest werden wir vorlesen lassen. Ach, das haben wir. Fernsehen, das ist ja cool. Ja, was ist mit den Texturen? Die Texturen sind verloren. Karte, wo waren denn jetzt die Fallakten hier? Bright Falls, genau. Mod, Cauldron Lake. Untersuchung von Nightingale. Zeit zu sehen, was Nightingales Leiche uns verrät. Okay. Für später blaue das nervt mich wirklich so sehr mit den Texturen. Es tut mir so leid. Ich muss einfach gucken, wann ich das nächste Mal das Spiel neu starten kann. Haben die Mörder das aufs Herz geschrieben? Wie? Ich kann es nicht lesen. Todesursache. Sieht so aus, als hätte sich Nightingale gewehrt, bevor sie ihn fesseln konnten. Denkensaga. Ach so, Dual. Hä, was bist denn du jetzt von mir?
Wie vermutet sie so aus, als wäre etwas hineingelegt worden? Ich hätte eher gedacht, die haben erstmal das Herz rausgenommen. Ritualschrift. Text verschmiert, verkehrt herum. Tattoos mit Markierung des Herzens vor der Entfernung nicht möglich. Tattoos auf Körper und Herz. Wie hatten die Mörder Zeit dafür? Es gibt keinen Sinn. Aufgequollene Gelenke weisen auf eine lange Zeit unter Wasser hin. In seiner Brust ist ein Stück Papier. Ließen es die Mörder dort? Hätten wenigstens diese Textur mitbringen können. Todesursache. Die Todesursache ist eindeutig ein Thoraxtrauma. Es wurde etwas eingeführt. Ursache der Aufblähung. Seltsame Tattoos auf Haut und Herz. Jemand hat ein Blatt in die Brusthöhle gelegt. Du fehlst mir, Kleine. Ja. Bin bald wieder zu Hause. Mir fehlen die Texturen. Was ist denn das, Mann? Mein PC ist gar nicht so schlimm oder so schlecht. Dass die Texturen fehlen. Wirklich. So, haben wir hier noch einen Fall. Die Burkas sprachen von mehreren Angreifern mit Hirschmaske im Sprechchor, die den Typen mit dem Messer bearbeiten. Fall abgeschlossen. Das ist eine organisierte Gruppe von Mördern. Kein einzelner Serienmörder. Kann sie ein Mörder, organisierte Gruppe, die ein Ziel verfolgt, Ritualmorde. Der Kult des Baumes. Hintergrundfälle sammeln Hinweise über breite angelegte aktuelle Themengebiete. Ich muss mehr über den Kult des Baumes wissen, wenn ich ihm Einhalt gebieten soll. Um Gottes Willen, für später. Achso, eine Heißkette des Kults mit Dreiecksymbol. Was steht da? Kultziel, welche Art von Kult? Wer ist involviert? Kultsymbole. Schmuck dient als dezenter Hinweis auf die Mitgliedschaft, aber das ist nicht gerade dezent, ein Zeichen des Stolzes. Dreiecksfiguren aus Zweigen. Was soll damit erreicht werden? Reviermarkierung, eine Warnung, fühlt sich an wie etwas aus einem Horrorfilm. Kultisten trugen Hirschmasken. Macht mich aggressiv, wenn die dann immer so. Das hättest du eigentlich besser wissen müssen. Kultpsychologie. Wenn sie ihre Gesichter verbergen, sind sie nicht etabliert genug, um offen operieren zu können. Verbindung zum Hirschfest. Auf einem Tisch liegt eine große Menge an Vorräten. Hier liegt eine Menge Ausrüstung rum. Wie lange waren sie hier draußen? Kultverstecke? Verstecke. Vielleicht gibt es in den Verstecken Hinweise über den Kult. Ich muss die Augen offen halten. Aber wo sind denn diese Verstecke? Ach, das sind die. Ah, okay. Das war ja diese eine Truhe. Versteck in der Nähe. Genau. Bright Falls. Das Kultversteck war auf der Straße. Einfach auf offener Straße. Versteck in der Nähe eines Wohnwagens am Curtain Lake. Eine Schließkassette mit einigen nützlichen Kultvorräten. Okay. Haben wir das schon mal? Eine ähnliche Seite wie die am Cauldron Lake. Nightingale jagte Saga. Er sah sie nicht. Im Licht waren die Besessenen blind. Es tat weh, machte sie verwundbar. Nightingale hatte kein Herz, dennoch war er da. Mordete. Jemand hat sich eine abgedrehte Geschichte über uns ausgedacht. Hey, Moment. Wir haben solche Seiten gefunden.
dachte nicht, sie wären relevant. Für diesen Fall. Ich habe sie hier. Nein, nein, Moment! Sheriff? Was zum Teufel? Zeige mir den Klicker! Verdammt! Casey! Seite muss man ins Licht. Versuche nicht zu bleiben, nicht von Feinden entdeckt zu werden. Aber jemand ist zu Hause. Ich bin irgendwie ein bisschen niedlich, wie er rumwartet. Kann er mich nicht sehen? Meine Waffe liegt im Flur. Muss sie zurückholen. Läuft er dort lang? In dem Lichtzufluch steht ein Teil deiner Gesundheit wieder her. Wenn du Lichtzuflucht während des Kampfes verlässt oder aus ihr angreifst, wird sie vorüben gern entleert. Bewegung! Jetzt! Verschwunden. Kapitel Ende. Thank you.
Come see, 'cause from your crystal.